Hallo, mein Name ist Manfred Blessel und ich gestalte die Musik und das Sounddesign für das Stück Adern. Ich habe Georg Schmidt-Leitner lang vor der Produktion schon einmal kontaktiert und dann haben wir so einmal die Basics ausgemacht. Also, was muss überhaupt erklingen, was muss man überhaupt hören. Natürlich, der Berg spielt eine riesengroße Rolle. Also das ist nicht einmal das Grollen vom Berg, sondern eher fast schon das Schreien vom Berg. Warum hast du nur gegraben? Ja. Warum hast du es nur entdeckt? Schlag zu, Kameraden! Es kommen Kinderstimmen vor von der Singakademie. Die Schauspieler kommen vor, die eben diesen Knappenchor verkörpern. Also auch der Axel, also der den Rudolf spielt, der wunderbar die Mundharmonika spielt. Also sogar den haben wir aufgenommen und verarbeitet und das halt auch in ein bisschen skurrileres Licht gerückt. Die diatonische Harmonika ist auch noch drinnen. Weiters geht es dann in die Verarbeitung. Also das heißt dann über einen Computer, kannst also das Mischen, das Verändern von Sounds natürlich. Angefangen habe ich mit Violine und habe dann während der Gymnasiumszeit mit einem Freund zusammen die Englischhausübungen in Filmform abgegeben. Und das war die erste Annäherung quasi zur Filmmusik. Ich bin dann später zum Streichquartettspiel gekommen und habe auch in Spanien dann mehrere Jahre studiert. Und dann ist es stetig gewachsen, bis ich dann schlussendlich dann mich glücklich schätzen habe können, dann die ersten großen Dokumentationen für Universum, auch unter der Regie von Gerald Salmina, der dann später die Streif gemacht hat, zu vertonen.